In einem gepflegten Wohngebiet in Junkersdorf werden Florian Winter und Paul Richter plötzlich Zeugen eines extremen Gewaltausbruchs. Oh, 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 was macht ihr denn hier? Die wirft Steine, ne? Ja, das wollen wir mal. Ihr Messer in der Hand, ne? Ehrlich? Ja, halt mal. Warte, hier vorne rechts rein oder was? Ja, ganz ruhig. So ist brav. Ganz locker, ganz ruhig bleiben. Hier stehen bleiben. So, wo ist das Messer? Wo ist das Messer? Schab. Was für ein Messer? So, ganz kurz kommen Sie einmal auf Seite. So, Sie bleiben jetzt mal hier stehen. So, was machen Sie hier? Gar nichts. Wie gar nichts? Ich hab nichts gemacht. So. Hände ganz normal ruhig, runter. Ganz ruhig bleiben. So, haben Sie irgendwas an den Taschen? Ich hab nur ein paar Steine. So, holen Sie die sofort selber raus. Nee, nur mit der einen Hand. Ich will jetzt sehen, was Sie hier machen. So, einmal fallen lassen auf den Boden. Andere Tasche noch irgendwas? Gott, und die Hände so, dass ich sie sehe, die ganze Zeit. Das ist mein Küchenmesser. Okay. Ja, jetzt nicht mehr. Darf ich? So, wer sind Sie denn? Die Mutter. Wie alt sind Sie? 16. Okay, dann dürfen Sie hier sein. Okay. Also, wir sind jetzt gerade hierher gekommen und das ist das, was wir erkennen konnten. Ihre Tochter hat hier die Scheiben von dem Fahrzeug eingeschlagen. Ich bin jetzt ganz durcheinander. Was war die ursprüngliche Meldung? Ruhestörung. Ruhestörung. Parkst du eben ein? Ja. Okay. Gehen Sie mal ein Stückchen auf Seite. Der Kollege packt ein, da musste gerade ein bisschen schnell gehen. Von Ihnen beiden mal die Ausweise. Die 16-Jährige schweigt zu ihrer Tat. Von der Mutter wollen Florian Winter und Paul Richter nun erfahren, welches Motiv sich hinter dem Wutanfall der Schülerin verbergen könnte. Also meine Tochter hatte mich gebeten, sie hier zu einer Party hinzufahren. Ich habe sie dann eben da hinten rausgelassen. Ja. Hab noch mit einer Freundin im Auto telefoniert und sehe dann plötzlich, wie sie die Steine rausholen und dieses Auto komplett demoliert. Ich kann mir das aber auch überhaupt nicht erklären. Ich mache jetzt gleich mal eine Halteabfrage. Ich will nur eben kurz die Personalien aufnehmen. Okay, passen Sie auf. Er wird ja einen Hintergrund haben, ne? Auch wenn sie jetzt nicht sagen möchte. Wie gesagt, ich habe Ihnen das gerade erklärt, Sie müssen nichts sagen. Wenn Sie nichts sagen wollen, dann ist das Ihr gutes Recht. Fakt ist aber, wir schreiben was dagegen. Sie können nicht einfach irgendwie ein Fahrzeug demolieren. Und wenn da irgendwie was anderes vorgefallen ist, ne, ich sag mal Richtung Mobbing oder wenn Sie da irgendwie anders geärgert worden sind, dann sollten Sie das auf Ihrer Seite zur Anzeige bringen und nicht Ihr Recht selbst in die Hand nehmen. Das ist nämlich leider das Problem. Es stellt sich heraus, dass der Halter direkt nebenan wohnt, in dem Haus, in dem eine Ruhestörung gemeldet wurde, zu der die Beamten ursprünglich gerufen wurden. Das heißt, hier haben wir jetzt den Geschädigten von dem zerstörten Wagen draus. Melder ist unbekannt. Guten Tag, die Polizei. Was ist mit dem Auto von meiner Mutter passiert? Ja, deswegen sind wir ja hier. Machen Sie mal bitte mein Auto gehen, bitte. Ja, machen Sie Musik mal leise. Ja, ist gut. Machen wir leise und dann... Bisschen unentspannt, der Herr, ne? So. Danke. Kommen Sie mal kurz mit. Ja, Sie haben Schaden am Fahrzeug, deswegen sind wir hier. Lassen Sie die Tür auf, sonst kommen Sie nicht mehr rein. Haben Sie einen Schlüssel? Ja. Gut. Haben Sie Schlüssel? Ja. Also. Was hier passiert? Ja, ein bisschen doof, ne? Also, sieht folgendermaßen aus. Junge Dame hier gegenüber hat Wutentbrand auf ihre Scheiben eingetreten. Was ist los mit dir? Hey, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Hey. Frage an Sie, kennen Sie die junge Dame? Ja. Sagt Ihnen was? Ja. Haben Sie einen Grund, warum die das machen könnte? Oder weil sie wahrscheinlich zu unserer Party eingeladen worden ist. Okay, weil die sollte eigentlich wo auf diese Party gehen, hatte sie mir gerade erzählt. Eigentlich nicht, wir haben sie nicht eingeladen. Aha, hat sie aber so erwähnt. Ja, Nein. Gut. Vielleicht wollte sie einfach so hier hinkommen, weiß ich ja nicht. Ich kann Ihnen sagen, warum sie hier ist. Warum? Sie hatte was mit meinem Bruder gehabt und jetzt denken sie, die wären zusammen. Okay. Du klebst ihm immer am Arsch wie so ein Hund. Ja, genau. Nur weil ihr einmal was hatte, denkt ihr, wir zusammen oder was? Ja. Ist okay, ey. Ja, also Ihnen ist das bewusst, so. Oder was? Als Mutter? Wissen Sie Bescheid darüber? Ich bin jetzt gerade ein bisschen geschockt. Kenne ich dich nicht. Aber das war auch eigentlich was Ernstes. Es war nichts Ernstes. Doch! Du denkst, es war was Ernstes, ist es aber ja, nicht. Ja, also Frau Sitter, wenn Sie jetzt aus verschmähter Liebe jetzt daraus trotzdem Sachschaden begehen, macht die Sache nicht besser. Ne? Also sage ich Ihnen auch so, wie es ist. Der hat dich einmal gevögelt und jetzt denkt ihr, wer zusammen? Ja, ey, komm, jetzt ein bisschen mäßig. Ne? Das war mein erstes Mal. Du bist so ein Sack. Warum erzählst du das jetzt überhaupt? Okay. Die 16-Jährige gibt zu, die Scheiben des Autos aus enttäuschter Liebe eingeschlagen zu haben. Nach der gemeinsamen Nacht hat ihr Schwarm sich nicht mehr bei ihr gemeldet. Als sie von ihrer Freundin erfahren hat, dass der 18-Jährige eine Party gibt, zu der sie nicht eingeladen ist, hat sie rot gesehen. Was ist denn da los? Ist noch eine andere gerufen, Frau? Heißt okay. So, was ist denn mit ihr hier? Nee. Was ist denn los? Wer ist denn da noch? Wer ist denn noch in der Wohnung? Keiner, nur sie. So, Tür aufmachen. Einmal Tür aufmachen. Wie viele Leute sind im Haus? Hier.
Wie viele Leute die Tür aufmachen? Ja, mach ich doch gerade, Mann. So. Wie viele Leute sind im Haus? Geh zurück. Hey! Hey! Ganz ruhig bleiben. Ja, guck mal, du hast einen Herzschlag wie ein Kaninchen. Ihr wollt mich vergewaltigen. Was hat er damit zu tun? Die war nicht hier. Also, gehen Sie jetzt mal auf Seite, setzen Sie sich mal hinten rüber. Alles gut? Alles gut. Beruhigt er sich? Ja, ja. Bei der Durchsuchung des jungen Mannes finden die Beamten in seiner Tasche ein kleines Fläschchen. K.O.-Tropfen. Damit ist klar, was der Partygast tatsächlich vorhatte. Die junge Frau ist nur knapp einer Katastrophe entgangen. Wir haben eine Party gemacht. Ja. Und da wollte er mich vergewaltigen. Aber ich wollte das nicht. Ja. Und guck mich mal an gerade. Hast du irgendwas eingenommen heute? Nein, er wollte aber, dass ich trinke. Ich habe aber nichts getrunken. Nichts getrunken? Nein. Okay. Alles klar. Ja. Du siehst ein bisschen. Frag mal wegen RTW. Ja. Möchtest du, haben die dich angegangen, haben die dich angefasst? Ja. Aber zu sexuellen Handlungen direkt ist es nicht gekommen. Nein. Paul, frag mal wegen RTW bitte, ne? Ja. Möchtest du einen Arzt haben? Ja, bitte. Gut, machst du auch mal RTW dazu. Okay. Ja, wann bist du hier? Seit ca. 15 Uhr. Okay. Woher kennst du die Jungs? Die haben wir beim Leichtathletik kennengelernt. Okay. Wie, hast du deinen Ausweis dabei in deiner Tasche? Ja, ich. Willst du mir den mal geben? Okay, ich mache jetzt Folgendes. Ich schreibe gegen die Jungs eine Anzeige, ne? Bist du alleine hergekommen? Nee, wir waren auch noch mit Freunden. Okay. Ich weiß aber nicht, wo die sind. Die wusste auch gar nicht mehr, wo ich war. Okay. Wer ich bin. Meinst du denn, dass die irgendwas getrunken hat oder irgendwas zu sich genommen hat, Sunny? Ich glaube es nicht, ich weiß es nicht. Okay. Ist die Anschrift noch korrekt, Palanter Straße? Die stimmt. Okay. Weil ich schreibe mir das jetzt auf. Sollen wir mal von draußen das Mädel hier rein und dass die eventuell feststellt, ob die sich kennen irgendwie zumindest? Wäre vielleicht sinnvoll, ne? Wie hieß die noch? Weißt du das noch? Sitter. Sitter. Frau Sitter oder beide Frauen Sitter, mal einmal ein bisschen hier rüberkommen bitte. Wir müssen mal kurz Ihre Tochter fragen, also, ob sie hier ein junges Mädchen kennt. Kann ihre, oder kommen Sie beide mal ein bisschen nach Hause? Du bist doch 17 Jahre alt, ne, sehe ich hier. Okay. Für uns wichtig, das heißt, du ganz bist noch jugendlich. Kennen Sie das junge Mädchen? Hey, ganz ruhig. Kennen Sie das junge Mädchen davor? Ja, das ist meine beste Freundin. Okay, dann gehen Sie mal zu ihr, helfen Sie ihr mal vielleicht ein bisschen zu beruhigen. Genau, komm mal dazu. Sie können einfach mal hier in der Nähe bleiben und... Ja. Was ist denn? Ich glaube, das ist die Tasche meiner ältesten Tochter. Was heißt denn, Sie glauben, das ist die Tasche Ihrer ältesten Tochter? Das ist die Tasche von einer Freundin von uns. Das ist nicht von ihrer Tochter. Hier, sieht genauso aus, stell dich wie da in die Ecke. Das ist aber nicht von der Tochter. Sonst kriegst du die Handschellen auch an. Prüfen? Cora. Also das Sie ist sagen... Die Tasche. Also, das ist auch ihr Bruder. Das ist Geldbörse drin. Wie heißt Ihre älteste Tochter? Cora. Hast du gehört, worum es jetzt hier geht? Ja, hier sind wohl noch Die Mutter sagt jetzt, also sie hat zwei Töchter. Einmal die 16-Jährige und dann ist wohl eine Ältere. Und das ist wohl die Handtasche von der Älteren. Ja. Das ist auch hier ihr ist keiner mehr. So auf, jetzt habe ich hier einen Ausweis. Cora Sitter. Ich weiß gar nichts. Du weißt gar nichts. Cora Sitter. Das ist meine Tochter. Ja, warum redest du so eine Scheiße? Weil hier keiner pass mal auf. Ja, warum ist denn die Handtasche? Warum ist denn die. So, pass mal auf. Jemand vergessen. An die zwei Pfeifen. Zufällig? Ihr seid beschuldigt im Strafverfahren. Hier, kurz zuhören. Das heißt, ihr könnt euch zur Sache äußern, müsst das nicht. Ihr wollt euch nicht mehr äußern, habt ihr beide gesagt, ist in Ordnung. Fallt es mit auf die Dienststelle, beziehungsweise zweite Einsatzmittel wird euch übernehmen. Aber ich rufe mal eben einen zweiten Wagen rüber. Und dann dürft ihr das letzten Endes mit den Kollegen von der Kriminalpolizei klären. Nachdem die Beamten die beiden Schüler im Auto gesichert haben, machen sie sich auf die Suche nach der ältesten Tochter. Möglicherweise ist die 22-Jährige ebenfalls unter Drogen gesetzt worden. Wobei? Hey, hallo. Kommen Sie mal runter, bitte. Was, die neuen Stripper? Machen wir sind keine Stripper. Nee, ganz kurz. Okay, ganz kurz da hinsetzen. Haben Sie irgendwas zum Überwerfen? Ich will einen Ausweis von Ihnen mal sehen. Was? Haben Sie einen Ausweis von sich dabei? Ich möchte einen Ausweis von Ihnen sehen. Können Sie mich verstehen? Komm, hier. Einmal einen Ausweis sehen. Was soll denn das? Ja. Also, wenn Sie auch mal wollen, ist kein Problem. Ist ja dicht, oder was? Sieht so aus. So, was haben Sie heute Betäubungsmittel konsumiert? Bleiben Sie tanzen mal sitzen. Sie jetzt für uns? Nein, wir tanzen gar nicht. Setzen Sie sich mal wieder hin. Haben Sie Betäubungsmittel konsumiert? Hier ist der Herr Maisfeld. Der Herr Maisfeld. Ja, die ist total. Sie wohnen doch hier. Ja. Wo ist denn die Mama? Die ist in Bayern. Ja, das hat mir der Bruder auch schon erzählt. Ja. Riecht nach einer Alkohol. So, ganz kurz, wie ist Ihr Name? Na Spaß. Hier. Wie ist Ihr Name? Hallo. Sind Sie fertig? Cora? Cora. Ja, dann haben wir sie hier, ne? Sitter mit Nachname. Sitter.
Ja. Hallo. Liebe, ist das oben Ihre Tasche? An. Wo hast du deine Klamotten? Was soll denn das? Hallo, ich hatte hier meinen Spaß. Was Gerhard Maisfeld, er passt zusammen, ne? Ja, ja. Also ihr sagt doch, die Mama ist auch wegen den K.O. drauf, aber, ja. Aber guck mal, wie sie drauf ist, sie kriegt ja gar nichts mit. Guck mal, pass mal auf. Ja. Schau mich mal an. Schau, ich schreibe dich in die Augen, nur so nach oben. Hier, genau. Die Show ist vorbei. Du hältst was den Mund. Was hast du heute zu dir genommen? Hast du schon was gegessen heute, was getrunken? Ja, wir haben was getrunken. Was denn? Was hast du denn getrunken? Alkohol. Schnaps. Irgendwas Komisches dabei aufgefallen? Ist irgendwie schwindelig, ein bisschen Nein, duselig? Nein, wir feiern einfach nur. Ja? Die junge Frau scheint die Situation nicht zu überblicken. Paul Richter holt die Mutter der 22-Jährigen hinzu. Als auch die jüngere Tochter dem Ruf folgt, ist diese völlig schockiert. Ihre Schwester hat offenbar eine Affäre mit ihrem Schwarm. Kommen Sie ruhig dazu. Kommen Sie mal rein. Wir machen nur Party. Gehen Sie mal zu Ihrer Tochter. Wir machen nur Party. Und du, was geht mir mit dem Vorsicht? Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir müssen mal so ein bisschen zusammenfassen. Bleib mal locker. Sie kennen ihn. Nee. Ja. Ich stehe schon wieder. Wer ist er? Was ist denn los? Ist das derjenige, über den wir eben draußen geredet haben am Auto, der mit denen Sie was hatten? Was willst du doch? Okay. Halt einfach mal ganz. Mit meiner Schwester, wie also, ehrenlos geht's denn? Ja, ich glaube, das Ganze hat einen anderen Hintergrund. Ne? Da oben waren K.O.-Tropfen, die vermutlich dazu genutzt worden sind, um die beiden Mädels, die hier im Haus waren, gefügig zu machen. Und weil so wie Ihre Tochter sich jetzt hier verhalten hat, glaube ich nicht, dass das ihr normales Verhalten ist. Nein. Ja, zusammenfassend können wir sagen, dass die beiden Täter Maisfeld und der Herr Jakowski auf jeden Fall einige Straftaten sich haben zu Schulde kommen lassen. Wir haben hier die versuchte Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, dann haben wir die gefährliche Körperverletzung, das Beibringen von den K.O.-Tropfen zählt nämlich dazu und natürlich der Besitz von den K.O.-Tropfen stellt natürlich einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz dar. So, ich würde mal sagen, damit wir jetzt hier nicht mehr so anfeinden, würde ich mal sagen, Sie bewegen sich einfach mal Richtung Flur. Gucken Sie mal bitte bei Ihrer Tochter, dass wir hier so ein bisschen räumliche Trennung drin haben. Ich möchte nicht, dass jetzt hier der Herr noch weiter Blicke hier auf Ihre Töchter wirft. Und dann halten Sie sich im Flur auf. Die Rettungskräfte kommen jetzt gleich hier runter. Wir warten auf unsere Kollegen, dass die Kollegen hier ihn übernehmen.